Ja, es gab eigentlich mehrere schöne Momente, aber der schönste Moment war in 2013, als ich vom Goethe-Institut Kairo den Preis erhalten habe. Ich wurde an diesem Jahr als Lehrerin des Jahres nominiert, und zwar für mein Engagement mit meinen Schülern in einer Umweltaktion. Ich organisiere Jugendaustausch, und das finde ich ganz wirklich wichtig für Völkerverständigung. Und Jugendaustausch spielt eine wichtige Rolle für Jugendliche. Sie haben großartige Möglichkeit, Stereotype auf der Seite zu schieben, abzubauen und irgendwelche Vorurteile, was diese beiden Nationen angeht, auf die Seite zu schieben. Für mich ist es immer schön, wenn sie die Prüfungen bestehen eigentlich. Ja. Das finde ich sehr schön, dass ich etwas jemandem so beigebracht habe, einander Sprache zu sprechen. Das finde ich schön. Ja, die Momente, die wir zusammen singen, sind ja immer die besten, weil sie am meisten Spaß machen. Beim Singen lernt man sehr viel, vor allem Aussprache und natürlich auch Vokabel. Und das ist einfach sehr lustig.